So, es ist 6.46 Uhr in der Früh. Wir schauen uns das Video von guten Noah an. Meine dunkle Vergangenheit sind meine Ausraster echt. 100k Real Talk. Ich muss sagen, tatsächlich kenne ich ihn durch seine Ausraster, weil es gibt den FIFA-Kanal FIFA Deutschland, so einen Highlight-Kanal. Und der war immer wegen seiner Ausraster dabei. Da habe ich mir gedacht, okay, krass, ja. Da habe ich mir auch gedacht, spielt er das Ganze? Aber anscheinend wird er das in diesem Video erklären. Würde ich jetzt so sagen, so, okay, ich sehe jetzt diesen Titel, würde ich jetzt sagen, okay, vielleicht meint er, vielleicht wird er sagen, es ist vielleicht ein Teilgestellt. Eventuell sagt er auch, er hat irgendwie so etwas wie ADHS oder so, könnte ja sein, will ich ihn jetzt natürlich nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendeine Krankheit vorwerfe. Aber es könnte ja sagen, weil da steht ja Real Talk. Vielleicht kann der, steckt ja irgendetwas dahinter. Muss aber auch sagen, Noah, ich war bei seinem 100-Stunden-Livestream, war ich dabei. Und ich muss sagen, er ist ein echt sympathischer Dude. Also wer ihn nicht kennen sollte, checkt ihn unbedingt aus. Ich werde natürlich auch seinen Twitch-Link unten verlinken. Seinen Twitch-Kanal hat seine 100k Follower erreicht. Was ich von ihm weiß, ist, dass der Raids ein Host von Monte ihn animiert hat, weiterzumachen. Und innerhalb eines Jahres oder 1,5 Jahren, das weiß ich nicht ganz genau, ist er echt nach oben aufgestiegen. Und ich gönne es dir vom Herzen nur, falls du das irgendwie, warum auch immer, sehen solltest. Keine Ahnung, ob du mich irgendwie kennst, aber ich gönne es dir vom Herzen, bevor wir da überhaupt in dieses Video reingehen. Knuff, moin moin, erstmal Daumen nach oben. Fullscreen, 100, let's 2000 go. Follower auf Twitch geknackt, was komplett geisteskrank ist. Danke wirklich an jeden einzelnen Follower. Das ist halt wirklich jenseits von Gut und Böse. Einige wundern sich, warum es so scheppert. Ich weiß ja auch nicht warum. Jetzt kommt das Folgende, worüber wir reden müssen. Alleine die Musik im Hintergrund, ich weiß nicht. Seine Stimme ist auch super angenehm, aber ich bin jetzt gespannt, was er zu sagen hat. Weil ich finde, ihr habt es verdient, zu wissen, was vor meinem Streaming war und warum ich überhaupt streame. Ich bin halt, ich hatte in meiner Vergangenheit, naja, schon holprige Sachen, die so mich ein bisschen runtergezogen haben. Denk mal, jeder von uns hat schlechte Erfahrungen im Leben gemacht und auch mal eine schlechte Phase im Leben. Aber ich glaube, für mich kann ich sagen, Zocken hat mir extrem geholfen. In jeglicher Hinsicht. Mir auch, Leute, bei meinen Depressionen und Burnout und so weiter. Also nicht das Zocken selbst, sondern der Livestream-Chat. Sich hinter die Konsole setzen, Sorgen und Probleme vergessen, Ja. das war die gesundeste Medizin, die es gab für mich. Ja. Vino, danke dir für den Prime-Sub. Und ich hatte ein paar Schicksalsschläge, wie zum Beispiel ganz grob angeschnitten. Mit 8 Jahren kam ich nach Hause, mach die Tür auf und meine Mutter lag da mit einem Schlaganfall. Also das ist halt schon eine echt heftige Sache, mit 8 Jahren seine Mutter am Boden zu liegen zu sehen und deswegen den Krankenwagen zu rufen, sie bis heute noch immer im Rollstuhl sitzt deswegen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Noah. Mit 17 Jahren ist mein Vater verstorben und so weiter und so fort. Und das Beste, was ich in der Zeit machen konnte, ist zocken. Sich den Frust aus der Seele zocken und ja, am Ende des Tages sitze ich hier halt und lenke mich halt durch Zocken einfach ab, wie glaubt viele von euch da draußen. Und ich glaube, ich lenke euch auch gut ab von gewissen Sachen. Ich habe viele Nachrichten in den letzten Tagen und Wochen bekommen von wegen, ey, du hilfst mir total, ich liege mit Corona im Krankenhaus, mein Opa ist verstorben, mein Vater ist verstorben. Und das macht mich halt stolz, dass ich euch genauso ablenke wie mich damals Monte oder Knossi. Ja, das stimmt, Leute. Das bekomme ich auch oder habe das sehr, sehr oft in meinen Streams zu lesen bekommen. Das stimmt wirklich, dass wir Streamer auch für euch eine Ablenkung sind und das ist auch schön zu wissen. Das freut mich richtig, euch ein bisschen durch die schlechten Zeiten zu helfen. Mein Beileid, ey, danke Jungs. Es ist nicht immer leicht, ich meine, ich war damals 8. Da wusste ich noch niemals, was Leben und Tod bedeutet, versteht ihr? Und dann seine Mutter da aufzufinden, ist halt echt schon hart. Und trotzdem, also meine beste Methode, um das zu verarbeiten, war eigentlich verdrängen. Alles in sich hineinfressen Das und ist bei einfach mir nur auch so. verdauen. Das ist Und bei das mir ist auch. bis heute gut auf. Eine gute Lösung gewesen, ich habe es schon gehört. Es soll nicht so gut sein auf Dauer, aber ja. Und dann irgendwann bin ich halt zu Monte gekommen. Monte hat mich da in der schwierigen Zeit ein bisschen aufgepeppt.
Ne, ich fand's richtig cool, dass er so gestreamt hat, hab's richtig gefühlt und gefallen und hab mir gedacht, ich zock ja selber viel, wieso nicht mal irgendwann streamen? Dann bin ich irgendwann dazu gekommen, Geld zu sparen für Streaming-Equipment, weil ich wusste, es ist arschteuer, so ein PC. Hab über 5 Jahre mein Streaming-Equipment erspart. Dann irgendwann hatte ich den Tag der Tage, wo ich gesagt habe, okay, PS5 kommt raus, das ist der Anfang von vielleicht was ganz Großem. Ich war noch niemals so geldorientiert, ich wollte einfach Leute so unterhalten, wie es damals Monte und Knossi bei mir gemacht haben. Ich habe nie angefangen zu streamen, um große Zuschauerzahlen zu generieren, beziehungsweise ich bin schon, ich gehe natürlich live und gebe mir Mühe, dass mehr Leute darauf aufmerksam waren, aber ich bin nicht so dieser ich war nie aus geldlichen Gründen live. Ich hab mich immer geldlich ab. Das war bei mir genau andersrum. 2018, wo ich meinen Hype hatte auf YouTube, 2018, 2019 glaube ich, da habe ich echt daran gedacht, meinen Job zu schmeißen und das alles Fulltime zu machen. Aber dann war ja das eben mit der Trennung, mit der Klage und bla bla bla. Und jetzt sehe ich das genauso, wie er es sieht, wo er zum Streamen begonnen hat. Mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt vor 400 bis 1000 Zuschauer wie damals streame oder heute 18, 50 oder 100. Einfach nur der Spaß ist im Vordergrund. Das ist bei mir jetzt auch so heute das Ding. Abgesichert, ich bin Student. Davor habe ich auch nebenbei ein bisschen gejobbt und so. Also finanziell hatte ich nie sozusagen den Drang, live zu kommen. Ich muss live gehen, weil Monatsgehalt, weil Miete kommt oder sonst was. Also ich wollte mich nie finanziell vom Stream abhängig machen, weil es dann unangenehm wird, weil man dann irgendwann sagt, okay, ich muss live gehen, damit ich Geld verdiene. Ja, der ganze Druck und so weiter, das merkt man auch bei anderen Streamern tatsächlich. Das war bei mir noch nie so und es wird auch, glaube ich, hoffentlich nie so sein. Ich wünsche dir nur das Beste. Damit will ich euch sagen, ich habe eine echt harte Vergangenheit. Ich auch. Und vielleicht noch ein kleiner Knackpunkt oder eine Kleinigkeit am Rande, was wahrscheinlich auch keiner von mir gedacht hätte. Ich finde, das habt ihr auch verdient, die Wahrheit. Ich bin tatsächlich dadurch, dass meine Mutter mit 8 Jahren einen Schlaganfall hatte und mein Vater durch die Bundeswehr ein bisschen Probleme hatte im Berufsleben, konnte ich bei meinem Vater nicht aufwachsen und musste sozusagen in eine WG mit anderen Kindern, mit 18 Kindern und bin 10 Jahre in einer WG aufgewachsen. Und ja, mit 18 ausgezogen, wieder zur Mutter, volles Met. Jetzt sitze ich hier bei meiner Mutter und streame halt einfach weiter. Und was vielleicht auch ein nettes Detail am Rande ist, ja, einige haben es schon erahnt, ja, ich bin hyperaktiv für die Leute, die es unbedingt wissen wollen. Ich bin der hibbelige Kasper nur, aber es liegt in meinem Gen. Ich bin schon damals mehr beim Direktor gewesen, als ich im Unterricht saß. Ich war Problemkind Nummer 1 auf meiner Schule. Absolut geisteskrank. Aber durch diese Probleme in der Schule hat mich dann irgendwann, also dann kam es irgendwann zu dem Entschluss. So, jetzt haltet euch fest. Mit 8 Jahren war ich dann so ein Problemkind, dass ich dann zum Doktor sogar geschickt worden bin. Der meinte, okay, ganz klar hyperaktiv. Der schluckt 20, 40 Milligramm Ritalin. Das ist schon krass. Ein 8-Jähriger, Leute. Ein 8-Jähriger. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ich wusste es damals auch nicht. Mit 8 Jahren Ritalin ist eine echt harte Sache. Und das habe ich 10 Jahre geschluckt, bevor ich überhaupt wusste, was es war. Und irgendwann mit 18 habe ich verstanden, Digga, was ich hier gerade schluck, ist eine Droge. Eine Droge, die dafür sorgt, dass ich so funktioniere, wie die Gesellschaft es will, die meinem Körper schadet. Und dann dachte ich mir, okay, entweder ich schaffe mein Abi vernünftig, ohne dass mich eine Tablette dazu führt, dass ich es schaffe. Oder ich mache halt das, was ich mache, weil ich so bin, wie ich bin. Ich habe so einen Respekt, ne? Weil er hat das ohne diese Medikamente geschafft, obwohl das die 10 Jahre genommen hat. Normalerweise müsste man da nicht irgendwie abhängig dann davon sein. Aber was ich da raushöre, er hat einfach einen eisernen Willen, Leute. Dieser Wille, es ist so krass, was ein Wille so erzeugen kann. Wow. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich höre einfach auf, die Pillen zu schlucken. Ich war mit Ach und Krach im Unterricht und habe so gerade eben mein Abi bestanden. Und am Ende des Tages habe ich genau dann, als ich die Tabletten aufgehört habe zu nehmen, nebenbei gestreamt. Und dass meine schlechte Eigenschaft eigentlich eine gute Eigenschaft ist, wie man jetzt im Stream vielleicht sieht, hätte ich nicht gedacht. Es gibt ja auch Leute, denen es nicht passt, dass ich so aufgekratzt und hibbelig bin, aber ist mir scheißegal. Ich habe schon viel Hate in der Vergangenheit bekommen, aber das, was jetzt hier passiert, ist eigentlich das Beste, was mir jemals passieren konnte. Und zwar mit meiner schlechten Eigenschaft was Positives machen. Ja. Versteht ihr? Und das freut mich richtig, dass es irgendwie dazu gekommen ist, über 2 Jahre, dass wir da die
100 Stunden, ach die 100 Stunden, die 100.000 Follower geknackt haben. Und wie gesagt, mir haben Monte, Knossi und Co. echt in so schweren Zeiten geholfen, wie mal, als mein Vater verstorben ist. Mein Opa ist auch 2 Jahre vor meinem Vater verstorben. Das war meine erste Beerdigung überhaupt. Die hat mich sehr mitgenommen, weil ich da auch erst 15 war. Das war auch eine bittere Pille. Und dann 2 Jahre danach, dass sein eigener Vater an Krebs verstirbt. Ich glaube, das Härteste, was ein Kind überhaupt trifft. Mit 17 Jahren, ein Jahr, bevor ich meinem Vater überhaupt mein Abitur zeigen konnte. Das war auch echt, das war ein Dämpfer. Und da habe ich die Welt auch mal für 2-3 Wochen schwarz-weiß gesehen. Und da haben wir... Bei mir war es leider länger als 2-3 Wochen. Das war so krass. Hätte ich genau seinen Willen gehabt, ne? Aber bei mir, ich bin total abgestürzt. Da habe ich ja dann meine komplette Reichweite verloren, weil ich da einfach gefühlt 4, 5, 6 Monate von der Bildfläche verschwunden bin. Aber ich hätte das genau wie er einfach diese Trauer in Energie umwandeln sollen und dann hätte ich einfach durchziehen müssen. Es nimmt mich so mit, weil es sind halt schon gewisse Parallelen zu ihm, also zu mir und zu ihm. Ich habe ja auch so viel Scheiße gefressen, aber gut, wir sind nicht die einzigen Menschen, die eine schlechte Kindheit hatten oder eine weniger schöne Kindheit als die, die mit beiden Elternteilen aufwachsen, weil ich kenne meinen Vater nicht, ich wurde als Kind geschlagen und solche ganzen Sachen. Also das nimmt mich extrem mit, das Ganze. Hat mir Zocken einfach sehr geholfen und ich wusste, Zocken ist mein Leben und ich muss das einfach machen. Also Zocken. Noch niemals streamen, da habe ich nur erst an Stream gedacht. Und dann 2 Jahre später bin ich so mit Knossi dann überhaupt, habe ich gemerkt, okay, Stream ist eine echt coole Sache. Man interagiert mit dem Chat, während man selber ein bisschen Spaß hat. Ja. Und ich war sowieso immer der Hebeligste in der Party und der Lauteste und der Aufgekratzte. Und die meinen auch, die Jungs, komm, hau den Stream an. Du musst es machen, du bist immer der Auffälligste bei uns im Freundeskreis. Der Größte und Auffälligste im Club. Du bist einfach der, der irgendwo vor einer Rampenlicht stehen muss. Und dann dachte ich mir, warum nicht von zu Hause aus mal ein bisschen streamen? Ich bin ja auch, meine Ex-Freundin war das damals. Sie hat auch gesagt, ich bin immer so unterhaltsam. Ich bin ständig der Mittelpunkt, wenn wir mit Freunden unterwegs sind und so weiter. Wieso das nicht ihnen an einem Publikum sagen? Weil damals war, wusste ich einfach nicht, wollte ich einfach, ich wollte nicht nur einer normalen Arbeit nachgehen, ich wollte noch irgendwas anderes machen. Und meine Ex-Freundin hat mich da tatsächlich dazu gebracht. Der Stream ist seit 2 Jahren konstant und ihr seht ja, was draus geworden ist bis hierhin. Ich bin mehr als zufrieden und weiß gar nicht, wie ich euch da danken kann für. Stream ist das Geilste, was ich jemals in Deutschland gemacht habe. Er ist so süß, Leute. Scheiß auf Kartfahren, scheiß auf alles, was man so veranstalten kann. Hier sitzen und die Power, die man hat, rauslassen, damit man überhaupt mal wieder runterkommt vom Trip, versteht ihr? Ich bin halt sehr aufgekratzt, das können viele von euch gar nicht nachvollziehen. Das ist so, als wenn ihr durch den 3 Red Bull Energy Intos habt und immer nur einen hohen Puls habt. Das ist bei mir einfach Standard und ja. Also, ey, ihr wisst ja, ich bin der aufgekratzte Typ, schon immer gewesen. Vielleicht sogar aufgekratzter, bevor ich jemals angefangen habe, überhaupt darüber nachzudenken, ob ich stream oder nicht stream. Ich habe in meiner Vergangenheit viele Sachen zerstört, weil ich den Frust einfach rauslassen musste. Der eine oder andere kennt's. Aber bei mir war es immer ein bisschen anders wie bei meinen Freunden und die meinten schon damals in der Party, Bruder, fang bitte an zu streamen. Die Menschen müssen sehen, wie verrückt du bist. Selbst wenn es nicht wird, mach's einfach. Ist doch lustig. Das ist ja auch das Ding, ne? Gerade diese Verrückten ziehen eben Zuschauer an, weil man muss ja auch verstehen, es gibt ja schon so viele verschiedene Streamer oder so viele, eine Menge an Streamer und man muss sich ja irgendwie von den anderen abheben. Nur so bekommst du halt eben deine Zuschauer, wenn du so allglatt bist und so bist wie jeder andere, natürlich kann man da nicht aufsteigen oder mit sehr, sehr viel Glück oder wenn du da irgendwem kennst, der jemanden kennt und der kennt jemanden anderen mit einer hohen Reichweite. Aber wenn du von Grund auf anders bist als die anderen, ziehst du auch die Aufmerksamkeit an. Und bei so einem wie Noah, ich gönne es wirklich, ich sag's glaube ich schon das 3. oder 4. Mal, ich gönne es ihm wirklich vom Herzen, Leute. Der Baseballschläger, wie kam es dazu eigentlich überhaupt zustande? Wir haben einen Baseballschläger rechts von uns mal
jetzt eigentlich standardgemäß immer neben meinem Tisch. Warum? Ne? Es war ursprünglich so, ich war in der Weekend League in FIFA 21, bin ausgerastet, habe mir fast die Hand gebrochen am Tisch. Sobald ich nochmal draufgehauen habe, tat's irre weh. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich den Frust anders rausgelassen, ohne dass ich mir die Hand breche? Ich gucke um mich herum, wie der Zufall es wollte, habe ich mir beim Center Shop für 5 Euro irgendwann mal per Zufall. Look at this! Hä? Was hat denn der damit gemacht? Look this! Ein paar Jahre davor einen Baseballschläger geholt und der hat mich angestrahlt. Und ich dachte mir, ich nehme die Keule und lass den Frust raus. Und ich habe gemerkt, das ist besser, als wenn ich mir die Hand breche. Also zerstöre ich lieber meinen Holztisch, anstatt mir die Hand zu zerdonnern. Am Ende des Tages, seitdem ich meinen Baseballschläger benutze, ist noch nie was hier kaputt gegangen. Es ist weder Monitor zerstört geworden. Aber was dann? Wie macht ihr das, Leute? Hä? Wohin schlägt er? Schlägt er mit der Faust auf den Baseballschläger oder wenn er sagt, es ist nichts kaputt gegangen? Weder eine Playstation, weder ein Controller. Das hier ist der beste Anti-Stress-Schläger, den es überhaupt gibt. Es ist eigentlich intelligent, dass ich diesen Baseballschläger rechts von mir habe und das wird auch dabei bleiben. So, das ist mein Baseball auf Tisch, okay. Kleine Vergangenheit, ich finde, das habt ihr auch zu verdient. Ich dachte mir, 100k Special nicht nur einfach zocken, sondern vielleicht auch ein bisschen von mir und meiner Vergangenheit erzählen für die Leute, die es interessiert, was so in meinem Leben passiert. Also sollte ich auch jemals die 100k erreichen, Leute, dann erzähle ich euch auch meine Geschichte. Das werden bestimmt 1,5 Stunden werden. Ist, wie ich zum Stream gekommen bin, warum ich so bin, wie ich bin. Ich bin so, weil ich halt in mir eine Energie habe, die kein normaler Mensch hat. Ich würde sagen, ich bin nicht normal. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich stehe aber auch dazu. Und ich habe eingesehen, dass ich einfach anders bin wie andere. Und ich scheiße auf die Pillen, nur damit ich so funktioniere, wie die Gesellschaft es möchte. Lieber bin ich selber und keine Ahnung. Ist auch gut so. Mach einfach mein Ding so, weil ich so bin, wie ich bin. Ich muss echt sagen, Leute, das nimmt mich schon extrem mit. Weil die Musik auch noch im Hintergrund natürlich, das macht das, holt das Ganze noch ein bisschen eher rauf. Aber wäre es jetzt nicht morgen, 7 Uhr morgens, sondern hätten wir uns das Video so um 22, 23 Uhr angesehen, ich hätte Pipi in den Augen gehabt, Leute. Ich hätte tatsächlich Pipi in den Augen gehabt, weil, ja, es nimmt mich halt komplett mit, weil ich halt, ich habe nicht sein Leben gelebt, aber ich habe auch so viel Scheiße gefressen von Kind an. Es ist wirklich krass und deswegen bin ich so glücklich, dass es so Leute wie Noah einfach nach oben geschafft haben. Mach einfach so weiter, bleib so wie du bist, Noah, und geh deinen Weg. Ich wünsche dir nur das Beste. Grüße gehen raus, mein Lieber.